Herzlich willkommen, ihr lieben Steinböcke. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kingston Queens Tarot zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Juli 2023. Ja, und dieser Juli, der scheint es wirklich auch mal wieder so ein bisschen in sich zu haben. Ich habe ja schon einige der Monatslegungen hier gemacht für den Juli. Und ja, die waren wirklich energetisch sehr, sehr speziell. Und auch astrologisch kündigt sich hier wieder einiges sehr Interessantes an. Ja, da hat so ein bisschen was Wendepunktmäßiges dieser Monat. Und ich bin natürlich schon mal auch gespannt, was er für euch anzeigt, beziehungsweise was die Karten für euch hier anzeigen. Wie immer allerdings, bevor ich so richtig in die Legung einsteige, ja, möchte ich mich mal nochmal bedanken bei allen Menschen, die diesen Kanal so wundervoll unterstützen, sei es ja durch die wunderschönen Kommentare und Botschaften, die mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank für die wundervolle Rückmeldung und natürlich auch herzliches Dankeschön dafür, ja, dass ihr auch eure persönlichen Geschichten hier manchmal teilt, eure persönlichen Erfahrungen mit uns allen teilt. Ja, davon kann natürlich auch jeder ein bisschen was lernen vielleicht, ja, neue Eindrücke gewinnen. Also vielen Dank dafür. Und natürlich bedanke ich mich auch für die Daumen nach oben, auch das Abonnieren des Kanals. Freut mich, wenn auch du den Kanal abonnierst, wenn er dir gefällt. Und vielen, vielen Dank natürlich auch an alle Menschen, die den Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Auch das freut mich natürlich sehr. Ja, die Themen, die ich für gewöhnlich hier anspreche in den allgemeinen Legungen, sind berufliche Thematiken und Beziehungsthemen. Und das können romantische Beziehungen sein. Es können familiäre, freundschaftliche Beziehungen sein, auch Beziehungen im Arbeitsumfeld. Manchmal können die Legungen auch eher eine spirituelle Botschaft in sich tragen. Vielleicht möchtest du das ein oder andere auch auf deine ganz persönliche Situation übersetzen. Wenn du aber das Gefühl hast, dass die Karten so gar nichts mit deiner Lebenssituation zu tun haben, schau dir doch gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendent, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und wenn du ganz konkrete Fragen hast, bist du natürlich auch herzlich willkommen, mich direkt zu kontaktieren. Den Link zu meiner Webseite findest du hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Und noch zum letzten Punkt, sollten sich noch Königinnen, Könige, der Herrscher oder die Herrscherin zeigen, dann sind die Geschlechter unabhängig in diesen allgemeinen Legungen und sie können andere Personen repräsentieren, aber auch deine eigene Energie anzeigen. Okay, ja, also die Karten liegen auf dem Tisch und ja, somit starten wir hier mit wie immer der Themenkarte und das ist auch noch tatsächlich eine Steinbock-Karte. Jupiter im Steinbock, ja, und die zwei der Münzen gehört auch zu den Entscheidungskarten. Und es ist auch die positive Stresskarte. Sie kann darauf hinweisen, dass ja einfach sehr, sehr viel los ist in deinem Leben, dass du von vielen ja, Herausforderungen oder Ansprüchen irgendwie so ein bisschen auch auf Trab gehalten wirst. Ja, wie gesagt, das ist oft eher so ein bisschen ein positiver Stress in Anführungszeichen, weil sich der Stress eben aus dem Arbeitsvolumen ergibt, ja, oder einfach Dinge, um die man sich kümmern muss und ja, man ist da so ein bisschen dann vielleicht auch am Jonglieren damit. Im Zusammenhang mit Entscheidungen, ne, da ist es eben eine Karte, die eher so ein bisschen mit praktischen Abwägen zu tun hat. Was macht für mich wirklich Sinn? Was macht auch langfristig für mich Sinn? Was hat jeder Entscheidungspunkt vielleicht auch eben für Konsequenzen? Wie gesagt, da sind die Entscheidungen auch eher so ein bisschen von praktischen Ansätzen vielleicht geprägt. Ne? Das könnte zum Beispiel auch in der Form sein, wenn du dich mit einem Arbeitsplatzwechsel, mit dem Gedanken des Arbeitsplatzwechsels trägst, ne? Dass du hier schaust, macht es Sinn, jetzt sofort zu kündigen, bevor ich was Neues habe, sollte ich lieber erstmal ja, einen sicheren neuen Platz haben, bevor ich kündige. Solche Gedanken können das zum Beispiel sein. Oder wenn du dich selbstständig machen möchtest, ne, und erstmal das langsam aufzubauen, parallel vielleicht noch in einem alten Job weiterzumachen, dass du so eine Übergangszeit irgendwo hast. Ja, also alles, was eben so ein bisschen mehr praktischen Hintergrund, einen praktischen Ansatz hat in Entscheidungsthematiken.
Sind ja so mit dieser zwei der Münzen angezeigt. Dann ist es auch noch eine Karte, die mit Rückkehrthematiken zu tun haben kann. Das kann sich auf Personen beziehen. Es könnte sein, dass du mit einer bestimmten Person oder Personengruppe verstärkt wieder zu tun hast, ja, die vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt in deinem Leben schon mal eine Rolle gespielt haben. Gleiches gilt auch für bestimmte Orte oder es kann sich auch auf Talente, Interessen zum Beispiel beziehen, Dinge, die du mal machen wolltest, ja, alte Wünsche, alte Träume. Also irgendwas könnte hier nochmal auftauchen aus der Vergangenheit in diesem Monat und vielleicht eben auch sogar dann Entscheidungen ein bisschen von dir verlangen. Ne? Und wie gesagt, insgesamt ist es wahrscheinlich fühlt sich der Monat möglicherweise ziemlich busy an, ja, zeigt sich ja auch schon so im Rest der Legung. Und es kann auch eine Karte sein, die auch mit emotionalem Auf und Ab zu tun haben kann. Ja, also es könnte durchaus sein, dass ja hier das ein oder andere doch auch ein bisschen an den Nerven zehrt. Ne? Nicht zwingend vielleicht sogar, weil was Dramatisches hier im Busch ist, sondern einfach, weil so viel los ist, weil man sich da vielleicht dann auch so ein bisschen erschöpft, überfordert fühlt, wie gesagt, dann vielleicht noch zusätzlich Entscheidungsprozesse anstehen etc. Wie immer lege ich auch mal noch Klärungskarten dazu. Okay, ja, Feuerenergie haben wir hier, den König der Stäbe und die Kraftkarte. Das ist ganz interessant, weil diese beiden Karten ja relativ ähnlich sind von ihrer Energie, von ihrer Grundenergie her, aber natürlich auch kleine gewisse Unterschiede haben. Und das könnte im Entscheidungsprozess hier natürlich schon auch eine Rolle spielen. Aber ich bleibe mal hier bei der Thematik, dass hier möglicherweise jemand wieder auftaucht in deinem Leben und das könnte natürlich hier dieser König der Stäbe sein. König der Stäbe repräsentiert oft Menschen, die eine Mega-Ausstrahlung haben, die ein ganz, ganz tolles Charisma haben, die auch eine ja, starke Anziehungskraft vielleicht ausdrücken können. Ne? Und auch diese Kraftkarte kann genau damit zu tun haben, dass hier ja wirklich das Interesse besteht, dass da auch so ein Prickeln irgendwie in der Luft ist. Ja? Also starke Anziehungskraft. Und das könnte dann problematisch werden oder ein bisschen herausfordernd werden, wenn du in einer festen Partnerschaft bist, ja, und jetzt irgendwie hier entweder jemand Neues auftaucht oder eben ja jemand auftaucht, an dem du vorher vielleicht schon mal Interesse hattest oder wo vielleicht auch schon mal eine Verbindung bestanden hat, ne, und das flammt hier möglicherweise erneut auf und wie gesagt, das könnte dann auch dazu führen, dass man sich hier ja so ein bisschen zwischen den Stühlen wiederfindet und nicht so richtig weiß, wie soll ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen. Ja, und dann aber zu diesen feinen Unterschieden von diesen beiden Karten. Ne? Der König der Stäbe kann manchmal die Neigung haben, ein bisschen zu sehr die Scheuklappen anzuhaben, einen Fokus oder den Fokuspunkt ein bisschen zu eng zu setzen, ne? Und dann eben auch ja, so ein bisschen in eine Überschusshandlung zu gehen, also nicht so ganz die langfristigen Konsequenzen vielleicht von bestimmten Entscheidungen abzuwägen, ne, sondern der lässt sich dann manchmal eben auch so ein bisschen mitreißen von der eigenen Begeisterung oder ja, von was auch immer, ne. Also wie gesagt, er hat oft so ein bisschen oder kann so ein bisschen eingeschränkten Fokuspunkt haben, sprich, nimmt nicht genug das wahr, was rechts und links vom Weg vielleicht auch noch wichtig wäre. Und da ist die Kraftkarte dann allerdings eben so ein bisschen substanzieller. Die hat viel auch mit Analyseenergien zu tun. Ne? Also ich schaue mir bei der Kraftkarte dann doch auch genauer mal bestimmte Prozesse an. Und es spielt bei der Kraftkarte durchaus auch eine Rolle, was ist in der Vergangenheit passiert, was hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe und auch der Blick in die Zukunft. Ne? Was macht das langfristig für mich Sinn? Entspricht das langfristig meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen, meinen Zielen etc.? Ne? Also hier ist schon ein genauerer und tieferer Blick mit vorhanden, als das jetzt vielleicht beim König der Stäbe der Fall wäre. Und ja, auch da sollte man vielleicht so ein bisschen drauf achten, wenn man hier mit Entscheidungen zu tun hat, ne, dass man hier
Da nicht so holterdiepolter irgendwie ein bisschen aus dem Affekt heraus, impulsiv heraus eine Entscheidung trifft, sondern wirklich ein bisschen tiefer sich hier reinfühlt, ne, und wirklich guckt, ist das das Richtige für mich auch auf die lange Sicht oder was habe ich vielleicht noch nicht bedacht, ne? Also die Kraftkarte ist auch eine Karte, die mit Analyse von Angst zu tun hat. Ne? Also wenn du dir hier sehr schwer tust, eine Entscheidung zu treffen, dann weil Unsicherheit da ist, weil du dich nicht traust, ne, aber eigentlich gerne was erreichen würdest, dann wäre hier also auch der Blick in diese Thematik, was blockiert mich wirklich, wo kommen bestimmte Ängste, Zweifel her, auch durchaus sinnvoll, ne? Weil manchmal natürlich dieser König der Stäbe, der kann auch so ein bisschen eine Ausweichenergie manchmal anzeigen, ne? Das ist so ein bisschen eine Fluchtenergie, ne? Man möchte sich dann nicht wirklich mit was konfrontieren und das würde sich dann aber eventuell lohnen, genau das zu tun. Also wie gesagt, hier ein bisschen tiefer auch in die Analyse hineinzugehen. Ja, okay. Ja, der Vorläufer sozusagen, die Basis für das, was sich hier auf der Thematik angezeigt hat, ist die Position der abnehmenden Tendenzen. Ja, das war auch im Vorfeld präsenter, wird jetzt wahrscheinlich an Energie nachlassen im Verlauf des Monats. Und da haben sich zwei Zehnerkarten gezeigt, 10 der Münzen und 10 der Schwerter. Die Zehnerkarten generell können eher so ein Ende von einer bestimmten Phase anzeigen. Vor allem allerdings die 10 der Schwerter, die 10 der Münzen nicht ganz so, die hatten andere Schwerpunkte. Und zwar hat sie den Schwerpunkt hinter einer, oder auf eine Situation, die über einen längeren Zeitraum, manchmal auch einen langen Zeitraum Bestand hatte oder hat auch noch, ja. Das ist die Familienkarte. Es ist die Karte der langfristigen Beziehungen, der Ehen, kann aber auch einen stabilen Arbeitsplatz anzeigen, in dem ich vielleicht auch schon lange beschäftigt bin, lange angestellt bin. Ja, also alles, was ziemlich stabil ist und über einen längeren Zeitraum Bestand hatte, gehört hier in die Bedeutungsebenen von dieser Karte. Und dieses Beständige und Langfristige trägt natürlich auch ganz oft in sich, dass man extremst vertraut ist mit dieser Situation, mit diesen Umständen. Ne? Da gibt es wenig Überraschungen. Das bedeutet, da kann auch manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Langeweile vielleicht aufkommen. Ne? Also vielleicht ist da eine Sehnsucht, hey, ich möchte eigentlich mal was anderes entdecken. Ich möchte hier so ein bisschen ausbrechen. Das kann eben dann durchaus auch der Fall sein. Ne? Weil auf der einen Seite, ja, hat das natürlich Sicherheit, Stabilität, ne? Aber das kann eben auch einengend und limitierend sein. Ne? Und weil diese 10 der Schwerter sich dazu zeigt, denke ich mal, ist das auch kein so ganz zufriedenstellender Umstand mehr. Ne? Hier ist in der 10 der Schwerter oft viel Frustration, die kann auch mit Auseinandersetzungen zu tun haben. Ja? Also Streitigkeiten, Sticheleien, Mobbing kann natürlich eine Thematik sein, so im beruflichen Umfeld. Ja, nicht wahrgenommen werden, wie auch immer. Ne? Und natürlich auch eigene negative Gedanken, auch negative Gefühle, je nachdem. Ne? Zum Beispiel, wenn du hier in einer Situation oder mit einer Situation zu tun hast, die mit der du eben sehr, sehr vertraut bist, ja, die vielleicht lange Zeit, mehrere Jahre ein ganz fester Bestandteil deines Lebens war und vielleicht auch für eine Weile wirklich glücklich war, aber nur irgendwie sich die Dinge hier so ein bisschen im Sande verlaufen haben. Na, da du fühlst dich vielleicht nicht mehr so wirklich wohl an diesem Platz und das arbeitet aber auch an dir. Ne? Also da kommt vielleicht das Wissen auf, eigentlich müsste hier eine Veränderung anstehen, aber ich traue mich irgendwie nicht so richtig, mich darauf einzulassen. Ne? Das war doch immer so ein Teil meines Lebens. Ne? Und dann zögert man das vielleicht auch raus, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Konfrontationen, wie auch immer. Aber wenn man dann in der 10 der Schwerter ist, ne, dann ist man sozusagen hier schon auch ziemlich mit dem Rücken an der Wand und spürt, so geht es halt einfach nicht weiter. Ich kann das jetzt so nicht weiter aufrechterhalten. Ganz oft gibt diese Karte den Hinweis, ja,
raus aus dem Kopf zu gehen, sich auf die emotionale, intuitive Ebene einzulassen, auf die Herzensebene einzulassen, wirklich eben in sich reinzuspüren, was ist denn das Richtige, außerhalb von bestimmten Ängsten, Zweifeln, ne, etc., damit man hier eben auch wieder zum eigenen Sonnenaufgang kommt. Also, dass die Dinge eben wieder auch leichter werden können, dass man rauskommt aus einer Blockadeenergie, aus einer Stagnationsenergie. Also, das ist sozusagen der Vorbau, der Unterbau für die Thematik, wird aber zukünftig weniger präsent sein. Die nächste Position, also das wird sich so ein bisschen auflösen oder verändern. Die nächste Position ist die Position des Umfeldes und die hat zu tun mit Einflüssen aus dem Umfeld auf mich im Zusammenhang mit der Thematik oder wie ich vielleicht auch über das Umfeld denke oder ich das Umfeld beeinflusse. Und hier hat sich der Narr gezeigt. Ja, den würde ich hier in verschiedenen Bedeutungen interpretieren. Der Narr könnte natürlich hier mit diesem König der Stäbe zu tun haben, ne? Also, dass hier jemand in deinem Leben auftaucht, ziemlich überraschend, ziemlich plötzlich. Der kann auch eine relativ junge oder eben auch so eine total frische Energie anzeigen. Also, es könnte eine jüngere Person sein oder jemand, der einfach so einen ganz, ganz frischen Wind in dein Leben bringt. Und wie gesagt, das könnte so ein bisschen auch dazu führen, wenn, vor allem wenn hier im Hintergrund eine Beziehung, eine Situation nicht so ganz glücklich ist und eben auch schon über einen längeren Zeitraum nicht so ganz glücklich ist, dass man in dieser Person sozusagen den Exit auch irgendwo erkennt. Ja, aber nochmal, ich wäre hier so ein bisschen bedacht. Ja, mich nicht so ganz, ganz, ganz impulsiv in was hinein zu manövrieren, was vielleicht in der langfristigen Konsequenz nicht so ganz passt. Ja, vielleicht ist das, weil nur ne, der König der Stäbe ist eben auch so ein bisschen eher eine Affärenenergie, eine Liebhaberenergie. Ja, da ist nicht so ganz wirklich, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also, es kommt natürlich immer auf deine eigene persönliche Erwartungshaltung dann auch an, ja. Und wenn du dich das Gefühl hast, wow, ich verliebe mich hier Hals über Kopf in eine ganz besondere Person und wir schweben hier auf Wolke 7 und das wird jetzt vielleicht auch eine neue Partnerschaft, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ne? Das ist nicht so ganz die klassische Energie von diesem König. Ja? Der kann, wie gesagt, mega Ausstrahlung haben, sehr, sehr intensiv auch sein, sehr charismatisch sein, aber nicht so zwingend vielleicht jemand, mit dem man unbedingt damit rechnen sollte, dass sich hier was ganz Zuverlässiges und Langfristiges draus ergibt. Ja, das ist so der eine Aspekt, wie gesagt, hier drauf zu achten, sich nicht so ganz, ganz impulsiv mitreißen zu lassen. Ja. Und aber der Narr könnte natürlich auch deine eigene Sehnsucht ausdrücken nach neuen Inputs, nach auch vielleicht anderen Begegnungen, neuen Personen in deinem Leben, ne? Weil, wie gesagt, diese 10 der Münzen ist was sehr, sehr Etabliertes, auch manchmal sehr Stagnierendes. Ne? Die kann natürlich auch damit zu tun haben, dass man zwar lange mit einer Person zu tun hat, aber eigentlich, ja, man sich hier auseinandergelebt hat. Ne? Das kann natürlich auch so im freundschaftlichen Umfeld sein oder ne, auch im beruflichen Umfeld, dass du dich einfach nach neuen Inputs sehnst, dass du denkst, so, boah, ich brauche jetzt mal irgendwie eine Veränderung in meinem Leben. Das kann natürlich ja auch mit diesem Nah angezeigt sein. Ja, wow. Okay, die Liebenden und die Königin der Stäbe. Also von der Tendenz her könnte es durchaus sein, dass hier der Schwerpunkt der Legung ein bisschen mehr auf zwischenmenschliche Beziehungsthematiken liegt. Aber ich möchte die anderen Themen nicht ausschließen. Aber vielleicht werde ich das also jetzt im weiteren Verlauf eher dann auf diese Thematik fokussieren. Ja, die Liebenden, ne? Also und die Königin der Stäbe, die natürlich im Beziehungsthema, ne, auch sehr, sehr ähnlich ist zu diesem König. Ne? Das sind natürlich beides so Pionierkarten, auch so ein bisschen die Karten der Unabhängigkeit, der Spontanität, der Intensität, ja.
Ja, und das kann wirklich hier einen so Holterdiepolter überraschen, total begeistern. Ne? Und man fühlt sich hier möglicherweise auch mega, mega verbunden mit einer Person. Und ich will hier jetzt auch nicht total unterstellen, ne, dass jeder, der hier zuhört, ja, mit einer Person dann zu tun hat, die vielleicht ja nicht so ganz interessiert ist an Partnerschaft, aber ja, weil natürlich ja auch so der weitere Verlauf der Legung sich ein bisschen nicht so ganz einfach anzeigt, würde ich ja einfach darauf oder dazu raten, ne? Ja, sich wie gesagt nicht so ganz, ganz impulsiv und Hals über Kopf in was hineinzustürzen oder hineinziehen zu lassen. Sondern ja, und das sollte schon hier, denke ich, wirklich auf die Waagschale gelegt werden. Was will ich wirklich und was kommt für mich in Frage? Und wie gesagt, vor allem, was hat das langfristig für Konsequenzen? Ja. Nichtsdestotrotz, ne, hier können natürlich auch Personen auftauchen, die irgendwas in dir, eine Seite in dir anschlagen, ja, die auch sehr erfrischend sein kann für dich selber, ne? Wo du vielleicht auch dich inspiriert fühlst, wo du sagst so, hey, ja, da kommt jetzt irgendwie, kommen neue Impulse von außen oder jemand kann mir Mut zusprechen, auch das könnte natürlich sein, ne? Mich in eine neue Richtung zu bewegen. Wenn ich hier an was festgehalten habe, aus welchen Gründen auch immer, aber eigentlich nicht mehr so wirklich happy bin oder war in dieser Situation, ne? Also eine Person, die mir auch helfen kann, vielleicht bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ne? Die Liebenden ist ja nicht nur eine Karte, die mit zwischenmenschlichen Verbindungen zu tun hat, sondern es ist ja auch die Entscheidungskarte aus der Herzebene heraus. Und ja, vielleicht kommt hier also auch tatsächlich frischer Wind, neue Impulse, neue Begeisterung oder jemand, der mir hilft, meine Situation vielleicht aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Ja, auch das ist ja absolut möglich. Ja, jetzt kommt die Herausforderung und da zeigt sich noch eine Steinbockkarte und hier haben wir also die vier der Münzen. Und das ist einfach eine extrem ambivalente Karte, deswegen kann es durchaus sein, dass hier für den einen es tatsächlich in eine neue Richtung geht und für jemanden anderen, der hier zuhört, es empfehlenswerter ist, nicht zwingend eine total, wie gesagt, ganz neue Richtung einzuschlagen, von der man sich auf die lange Frist vielleicht überfordert fühlt. Und ja, also die vier der Münzen kann ein Festhalten anzeigen, ja. Also die heißt eben auch Angst vorm Risiko und die kann genau so eine Situation anzeigen, wo man sich vor Veränderungen eben scheut und an einer Situation festhält, obwohl man sich eigentlich nicht mehr wohl damit fühlt, ne? Aber die Angst davor, was dann kommt, wenn ich diese Situation hinter mir lasse, die kann also dann dazu führen, dass ich eben trotzdem festhalte. Und die Herausforderung kann also auf der einen Seite hier durchaus sein, ne, aus ja da über den eigenen Schatten zu springen, ne, auch zu gucken, was sind das eigentlich für Ängste und ne, was sind aber auch meine Wünsche? Ist es wirklich sinnvoll, hier an was festzuhalten? Aus welchen Gründen möchte ich daran festhalten? Ne, und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Sie kann aber natürlich auch zu Bedacht raten, diese Karte. Also nicht zu impulsiv, zu schnell sich auf was einzulassen. Und die Balance hier zu halten, das könnte ja durchaus so ein bisschen die Herausforderung sein. Also, dass du wirklich in dich reinspürst, was das Richtige ist und dann eben die richtigen Entscheidungen daraus auch ziehst. Ja. Also ich würde mir auf jeden Fall so oder so ein bisschen Zeit nehmen hier für Entscheidungen, die einfach anstehen. Ne? Also wie gesagt, nicht impulsiv reagieren, also weder impulsiv, nein, auf gar keinen Fall lasse ich mich hier auf was Neues ein, ich halte am Alten fest und aber auch nicht impulsiv, ja klar, hier kommt was Neues und los geht's, ja. Lass dir Zeit damit, spür wirklich hinein. Die kann eben auch damit zu tun haben, ne, dass man in die Gewissheit hineinwächst, was ist wirklich ein stabiles Fundament, wo habe ich festen Boden unter den Füßen oder wo befindet sich eben vielleicht auch Treibstoff.
Treibsand. Ja, sie kann auch anzeigen, sei in der Anbindung mit deinem eigenen höheren Selbst und agiere dann eben auch aus deiner Herzensebene heraus. Und ja, da hinzukommen in dieses Stadium sozusagen, dieser Stadium dieser Karte, das ist, denke ich, ja ziemlich sinnvoll. Ne? Also nicht in irgendwelche Extreme zu verfallen, sondern wirklich den goldenen Weg der Mitte hier für sich selbst zu finden. Ja, zwei der Kelche und die Gerichtkarte. In der Tendenz, ganz ehrlich, ja, also je weiter sich diese Legung hier voran arbeitet, desto mehr denke ich, hier könnte wirklich eine ganz besondere Person auftauchen. Und jetzt komme ich doch auch mal nochmal auf diese zwei der Münzen zu sprechen, weil die auch zu den karmischen Karten gehört. Ja, und es kann eine Karte sein, die das Auftauchen von einer ganz besonderen Person auch anzeigt. Also das ist schon auch eine der Karten, die in Richtung seelenpartnerschaftliche Verbindung gehen kann. Ja, die Karte, die Liebenden gehört dazu, die zwei der Kelche kann dazu gehören. Und jetzt haben wir dann auch noch die Gerichtkarte, den inneren Weckruf, ne? Also auch wirklich eine der ganz wichtigen Herzstimmenkarten. Und sie taucht vor allem dann ganz gerne auf, wenn das Herz eigentlich nicht so sehr mit einbezogen wird in bestimmte Überlegungen, ne? Sondern der Kopf eben ganz stark hier mit eine Rolle spielt und dementsprechend Ängste, Zweifel ganz oft eben auch eine Rolle spielen. Also das lese ich im Moment hier hauptsächlich darauf, ne? Halte nicht an was fest aus Angst vor Veränderung, vor allem wenn der eigentliche ursprüngliche Status quo schon sowieso über eine längere Zeit nicht wirklich erfüllend und günstig für dich ist. Ja? Lass dich hier auf deine Intuition, auf dein Herz ein, ne? Und mir scheint, dass hier mit diesen beiden Karten, die Liebenden und die zwei der Kelche, mir scheint wirklich, dass hier eine besondere Begegnung stattfinden kann. Und ich möchte hier allerdings auch gleich mal noch einhaken. Ja, seelenpartnerschaftliche Verbindungen können auf der romantischen Ebene eine Rolle spielen, müssen aber auch nicht, nur das kann auch auf der freundschaftlichen Ebene eine Rolle spielen. Ja, selbst im beruflichen Umfeld, ne, können ganz tolle Kooperationen, Geschäftspartnerschaften auch daraus entstehen. Seelenpartnerschaft, das wird oft, ja, das ist, da müsste ich vielleicht eigentlich mal noch ein eigenes Thema dazu machen, weil das jetzt auch in diesen Monatslegungen tatsächlich mehrfach aufgetaucht ist. Und ganz besonders aufpassen sollte man hier mit der Erwartungshaltung, weil oft die Erwartungshaltung oder die Vorstellung, die so im Allgemeinen verknüpft wird mit seelenpartnerschaftlicher Verbindung und dann mit einem Seelenpartner, einer Seelenpartnerin, dass das jetzt das ewige Schweben auf Wolke 7 bedeutet, ne? Dass das der perfekte Partner, die perfekte Partnerin ist, und das ist nicht wirklich, oder also eher selten der Fall, und es ist auch nicht wirklich die Aufgabe von einer seelenpartnerschaftlichen Verbindung. Nichtsdestotrotz sind die oft extremst intensiv. Die haben oft eine ganz, ganz starke energetische Anziehungskraft, diese Personen. Ne? Also das geht natürlich oft in beide Richtungen. Also das ist auch jemand, den man nicht so einfach mal vergessen kann und Haken dran machen kann. Die kommen mit ihren ganz eigenen Herausforderungen, aber durch diese Intensität der energetischen Verbindung, ne, ist oft dieser Gedanke, wow, das ist die totale Liebe, oder das Gefühl, das ist die totale Liebe da. Und wie gesagt, wenn hier also andersweitig Partnerschaften, vielleicht auch Familienthemen eine Rolle spielen, dann kann das natürlich hier einiges auf den Kopf stellen, wenn hier plötzlich eine Person auftaucht, die einen einfach vom Hocker reißt, ja, mit der man sich unglaublich verbunden fühlt, die man eben auch nicht einfach vergessen kann. Und auch ehrlich gesagt nicht wirklich vergessen sollte, ne? Weil diese Begegnungen haben einen Sinn und die sind auch oft, ja, die sollen eben auch oft sein. Ne? Deswegen sind das eben ja auch seelenpartnerschaftliche Verbindungen. Und das könnte hier also auch herausfordernd wirklich sein.
Diese Intensität, ne? Dieses totale Gefühl der Verbundenheit, vielleicht noch ein Aspekt zu dieser Zweierkelche, weil das sozusagen auch die Gegenkarte ist zu der Zweier-Schwerter, was ja die Zweifelkarte ist. Also hier bestimmte Dinge auch heilen zu lassen, ne? Also Herz- und Seelenheilung ist auch Bedeutungsebene von dieser zwei der Kelche. Also darum kann es durchaus auch gehen. Also auch sich selber vielleicht innerlich nicht fertig zu machen, sich nicht in Grübeleien und Zweifel dermaßen zu verstricken, dass man total blockiert ist, ne? Beziehungsweise wenn ihr da schon seid, was mich nicht wundern würde mit der Zehner Schwerter, dann hier auch in den inneren Heilungsprozess zu kommen. Ne? Also der bedeutet sozusagen auch die maskuline Energie, also die Verstandesebene wieder in Einheit kommen zu lassen mit der Herzebene, mit der intuitiven Ebene, also innerlichen Heilungsprozess zu durchlaufen. Und das geht eben nur, indem man sich hier auf tiefere emotionale Ebenen einlässt. Ne? Das hatte ich ja vorhin schon bei der Zehn der Schwerter auch angesprochen. Die Gerichtskarte ist eine Transformationskarte. Ne? Es geht hier wirklich auch darum, hinter ja, so ein bisschen den Vorhang der Oberfläche zu gucken, ne? Wirklich eben auch tiefer zu gucken. Das ist eine plutonische Energie hier. Und ja, nochmal, das könnte also hier aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen Perspektiven heraus ein bisschen herausfordernd, sich gestalten. Dann ganz interessant auf der Position der Chancen, die sich hier ergeben. Die 5 der Schwerter, ein bisschen eigenartig, weil das ja die Konfliktkarte ist. Aber es ist eben nicht nur eine Konfliktkarte des permanenten sich aneinanderreibens und immer lautstarker Streitereien, sondern sie kann eben auch anzeigen, dass man ja sozusagen standhaft zu dem steht, was der inneren Überzeugung entspricht, ne? Also der eigenen Wahrhaftigkeit entspricht. Und das muss noch gar nicht mal in einem total lauten verbalen Konflikt ausgetragen werden. Es reicht ja im Prinzip, wenn ich innerlich eine Stabilität und Sicherheit und eine Überzeugung habe, dann ja, bedeutet das nicht zwingend, dass nicht Angriffe kommen von außen, aber die kann ich dann auch so ein bisschen an mir abprallen lassen. Wenn ich also dann sage, hey, das ist aber meine Überzeugung und ne, also ja, du kannst da deine eigene Meinung dazu haben, deine eigenen Standpunkte dazu haben und es vielleicht auch doof finden, aber das ist eben da, wo ich stehe. Und mir scheint, dass sich da so ein bisschen was hineinkristallisiert, vielleicht eben auch, ja. Das, also sprich, dass du gewiss auch wirst, was du wirklich möchtest, ne? Was das Richtige ist für dich, selbst wenn hier im Außen irgendwie so ein Sturm am Toben ist, aber dass du dich davon nicht mehr irritieren und hin und her werfen lässt, sondern dass du hier ja, deinen Weg sozusagen gehst und zu deinen eigenen inneren Überzeugungen und dann vielleicht eben auch Entscheidungen kommen kannst. Ne? Da würde ich jetzt mal so die Chance drin sehen. Wenn du in einer Situation hier bist oder warst, die ein starkes Machtgefälle aufweist und du hier vielleicht auch lange Zeit stillgehalten hast, dich nicht getraut hast, dem was entgegenzusetzen, ne? Sondern ja, hier kamen halt immer wieder diese Attacken, diese Angriffe. Dann könnte hier natürlich auch mit angezeigt sein, ja, dass du vielleicht eben auch durch Unterstützung oder weil neue Perspektiven, neue Möglichkeiten, neue Chancen für dich auftauchen, dass du hier dem jetzt auch mal was entgegenstellen kannst. Also, dass du hier das nicht schweigend mehr ertragen musst, sondern dass du hier eben auch mal Position beziehen kannst. Auch das könnte die 5 der Schwerter hier anzeigen. Ich rate trotzdem auch immer zu Diplomatie, ja, also sich ja, hier nicht aus dem Affekt dann auch vielleicht zu irgendwelchen Worten hinreißen zu lassen, die man dann vielleicht doch auch später ein bisschen bereut, ne? Sondern ich sehe in dieser 5 der Schwerter dann eben mehr diese innere Stabilität, diese innere Standfestigkeit. Ja. Ja.
Ich denke, das bringt es hier ziemlich auf den Punkt im Zusammenhang mit Stabilität und Standfestigkeit, Neun der Münzen und Ritter der Münzen. Ich denke, diese Position hat zunächst mal nicht, wie soll ich sagen, nicht direkt mit dem zu tun, was wir auf hier gesehen haben, sondern es ist mehr die Konsequenz aus dieser Begegnung oder diesen neuen Impulsen, bezieht sich aber viel mehr nochmal auf die alte Situation. Die Neun der Münzen, ja, die kann natürlich so ein bisschen auch ein Gefühl der Einsamkeit ausdrücken. Ne? Selbst wenn man in einer Partnerschaft kann man ja einsam sein oder man kann sich einsam fühlen, ne? Einfach weil es nicht mehr funktioniert oder auch man ist in einem Team, aber eben nicht integriert in dieses Team. Das konnte natürlich hier schon auch so ein bisschen eine Rolle spielen oder gespielt haben. Aber die Neun der Münzen ist auch eine Karte, die ganz viel mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun hat und auch so, ja, der Glaube wirklich an sich selbst, ne? Weil man sich auch über die eigenen Ressourcen bewusst ist oder auch sich jetzt eben auch bewusst wird, ne? Was steckt hier eigentlich wirklich in mir? Was habe ich für Fähigkeiten, für Talente? Oder generell, ne, ich habe vielleicht, ist auch, man wird sich vielleicht bewusst, ne, ich habe, was weiß ich, irgendwelche verbalen Attacken oder so, Vorwürfe und so weiter, das habe ich nicht verdient, das ist gar nicht meins und ich muss mir diesen Schuh eben auch nicht anziehen. Also hier ist wirklich die innere Stabilität, die innere Sicherheit letztendlich auch mit angezeigt mit dieser Neun der Münzen. Und sie hat auch mit sehr realistischen und langfristigen Visionen, Plänen, Zielen zu tun. Ne? Also man kann hier ganz gut für sich selber in eine weitere Zukunft auch schauen, auch vorausplanend oder vorausschauend planen, weil man eben hier auch dieses Bewusstsein hat oder in dieses Bewusstsein kommt, in diese innere Stabilität, in diese innere Sicherheit kommt. Wie gesagt, vielleicht kriegt ihr hier von außen mal so ein bisschen einen Push, einen Aufbau, eine zusätzliche Aufbauenergie, die einem dann aber auch klar macht, hey, ich muss das hier nicht weiter fortführen, ne, sondern es gibt alternative Möglichkeiten für mich. Und ja, der Ritter der Münzen ist natürlich viel Steinbock-Energie, die hier mit drin ist. Ja, der kann natürlich schon auch anzeigen, dass was über einen längeren Zeitraum so in die Stagnation gerät. Ist sicherlich hier mit auch angezeigt. Aber er steht eben auch dafür, dass man hier was Neues jetzt startet. Das braucht oft Zeit, Entwicklungszeit bei dem Ritter der Münzen. Aber für gewöhnlich ist es auch was, was sehr, sehr zuverlässig sich entwickelt, was sich sehr nachhaltig entwickelt, wo ich langfristig eben auch drauf aufbauen kann. Hier könnte also auch, ne, wenn der Konflikt, sag ich auch mal, der hier ja besteht, ne, der könnte auch sozusagen hier ein Rückenwind sein, der jetzt auch Klarheit schafft, was für dich zukünftig nicht mehr in Frage kommt, wo deine Grenzen auch sind, wo du deine Grenzen setzen möchtest. Aber es kann eben auch Klarheit darüber dadurch kommen, ne, durch diese Kontrastschaffung sozusagen. Das ist das, was ich auf jeden Fall will, wo auf jeden Fall mein Herz dafür schlägt, was ganz wichtig für mich ist. Ne? Und manchmal brauchen wir diese Erfahrungen, ne, die dann auch herausfordernd sind, die natürlich nicht immer so ganz einfach sind, aber die durchaus eben dazu dienen können, dass ich Klarheit in mir habe, Gewissheit in mir bekomme, was möchte ich wirklich, was möchte ich nicht und dementsprechend eben auch nochmal neue Schwerpunkte setzen kann, eine neue Entscheidung treffen kann, mich innerlich neu ausrichten kann und das könnte ja durchaus eben auch so ein bisschen genau in diese Richtung gehen. Ja. Die zunehmenden Tendenzen ist die Karte 9 der Schwerter. Tja, auch die könnte ja ambivalent sein. Es könnte sein, dass sich einige von euch hier in der näheren Zukunft trotzdem unglaublich viele Gedanken machen, negative Gedanken für gewöhnlich. Ne? Das ist eben so die Karte der destruktiven Gedankengänge.
oft sehr unterschiedliche Gedanken und die auch von unterschiedlichen Gefühlen gesteuert werden. Hier können natürlich Ängste und Zweifel eine Rolle spielen. Man zweifelt sich selbst vielleicht an. Vielleicht hat man auch Schuldgefühle, Reue, Gefühle, Wut, Frustration. Ne? Also da kann wirklich einiges zusammenkommen und ja, es hält einen aber, wie gesagt, fest in so einer totalen Grübelenergie. Meistens, wie gesagt, eher pessimistisch, mit negativer Ausrichtung. Also nicht sehr förderlich, nicht sehr konstruktiv. Und ist wahrscheinlich eben auch so ein bisschen abhängig, wirklich von der Grundgeschichte des Einzelnen. Also was ist die Grundsituation tatsächlich für dich? Kann natürlich in der Form sein, ne, wenn hier eine neue Person auftaucht und du in einer Partnerschaft bist, die vielleicht nicht so glücklich ist, aber vielleicht habt ihr Kinder. Ne, da sind dann natürlich so Situationen, die ganz schön, ja, die einen wirklich beschäftigen. Ne? Was ist das Richtige? Vor allem, wenn man ja, dann vielleicht eben auch Entscheidungen zu treffen hat, die nicht nur einen selber betreffen, sondern ja, vielleicht Kinder eben auch mit davon betroffen sind, hier involviert sind. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht so einfach und ja. Da kann sich durchaus so eine neue Schwerter-Energie daraus ergeben. Ja, oder es kann natürlich auch sein, ne, dass man hier, wie gesagt, so eine tolle Begegnung hat, aber die dann irgendwie nicht nachhaltig ist. Ne? Auch das könnte zu einer neuen Schwerter-Situation führen, selbst wenn ihr gar nicht in einer Partnerschaft seid, ne? Aber einfach, weil die Verbindung hier so intensiv ist. Man dann auch ganz viele Fragezeichen hat, wenn das sich nicht in Richtung Partnerschaft dann zum Beispiel entwickelt. Also wie gesagt, das kann sehr, sehr vielfältig sein, an ja, schwieriger Energie. Meistens bringt einen die Neuner Schwerter nicht weiter, ja, auch wenn die sehr, sehr menschlich natürlich ist. Aber letztendlich lohnt es sich immer wieder hier in die Herzebene zurückzukehren. Ne? Die Hinweiskarte bzw. Seelenbotschaftskarte ist ja dann auch noch das Vertrauen. Also ja, ist absolut nachvollziehbar, aber und darf auch absolut sein, aber achte auch darauf, dass du dich hier nicht in einer Negativspirale verhedderst, ne? Sondern dass du immer wieder versuchst, da so ein bisschen in die Distanz zu gehen, ne? Vielleicht auch mit einem guten Freund, einer guten Freundin dich auszutauschen, dass du hier nicht so in so ein tiefes Loch fällst. Für andere könnte diese Karte allerdings auch anzeigen, ne? Genau das Gegenteil, dass diese Energie im Vorfeld sehr, sehr präsent war, ne? Weil ja, die 10 der Schwerter ist ja im Prinzip ja, sehr ähnlich wie die 9 der Schwerter. No. Also, dass sich hier dieser Zustand endlich auflösen kann. Also, dass man viel, viel mehr in der Vergangenheit damit zu tun hatte und durch die Entwicklung, die Ereignisse, die jetzt hier stattfinden, sozusagen auftaucht daraus. Und auch hier lege ich noch Klärungskarten dazu. Ja, okay. Ritter der Stäbe. 4 der Münzen nochmal und die 6 der Schwerter. Ja, das ist natürlich, jetzt haben wir fast die ganze Stäbe-Familie hier auf dem Tisch. Ja, Ritter der Stäbe. Auch ambivalent, das ist alles ambivalent, ne? Es kommt wirklich auf die Ausgangssituation hier an. Und der Ritter der Stäbe kann eben auch nochmal eine Liebhaberenergie anzeigen, ne? Hier, also taucht auch plötzlich auf. Ist super intensiv, man fühlt sich total geflasht, ja, also es ist eine totale Wow-Energie, aber er kann eben genauso schnell auch wieder weg sein, wie er aufgetaucht ist und das könnte einen natürlich sehr, sehr frustriert da zurücklassen, ne? Oder es ist sowieso ein bisschen, muss nicht sofort weg sein, aber vielleicht spürt man auch, okay, ja, es hat diese Intensität, aber vielleicht wollen wir hier nicht, streben wir nicht das Gleiche an daraus. Ne? Also vielleicht möchte einer eben ja dann das Ganze in eine Beziehung überführen und der andere eben nicht. Ja, ist ja noch mal hier dann auch genau in der Energie von dieser 4 der Münzen.
Die sechste Schwerter kann mit veränderten gedanklichen Prozessen zu tun haben, kann natürlich auch damit oder anzeigen, hey, nee, mir ist das zu unsicher, ist zwar mega schön, mega intensiv, aber zu unsicher, ne? Ich lasse das wieder los, ich bewege mich hier in eine andere Richtung. Aber vielleicht hat man trotzdem auch diese Impulse aufgegriffen, ne, diese neuen Impulse aufgegriffen. Und selbst wenn man sich dann nicht auf das Neue total einlässt, hat es aber vielleicht genug neuen frischen Wind, ins Leben gebracht, dass man sagt, ich halte auch an der alten Situation nicht fest, ne? Ich lasse das jetzt alles hinter mir. Aber der Ritter der Stäbe ist natürlich auch nochmal eine Pionierenergie, der Pioniergeist, also auch dieser Mut, mich weiter zu bewegen, auch der kann natürlich hier angezeigt sein. Es kann ja eine Phase angezeigt sein, wo man extrem schwankt zwischen diesen beiden Energien und sich deswegen da auch nochmal in dieses starke Grübeln verheddert. Ne? Soll ich hier aufbrechen? Soll ich festhalten? Soll ich aufbrechen? Soll ich festhalten? Das ist ja auch diese schwankende Energie, die wir hier vorne schon gesehen haben, bis aber irgendwann dann die Aufbruchsenergie kommt. Ne? Also die kommt hier, was immer die Grundsituation ist, was immer hier sich im Einzelnen abspielt, aber hier ist eine Aufbruchenergie in eine neue Richtung mit dieser Sechs der Schwerter. Sprich, man traut sich zumindest, sich neue Gedanken zu machen, sich auf neue Gedanken einzulassen. Und manchmal, für einige wird es auch eine tatsächliche räumliche Veränderung sein, ne, Umzüge oder auch berufliche Veränderungen. Ja, können hiermit angezeigt sein. Also was immer so in die Stagnation geraten ist, wird hier sich auflösen. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich das Ganze hier, wie soll ich das ausdrücken, dramatischer gestaltet auf den ersten Blick, als es in der langen Sicht sein wird. Ne? Also das ist ja schon ja, wahrscheinlich so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt, ne? Aber mir scheint, auf die lange Sicht werden sich die Dinge günstig entwickeln. Ja, wie gesagt, so darüber schwebend habe ich den Eindruck, dass es hier in diesem starken Kontrast, der sichtbar wird durch die Legung, ne? In wie auch immer deine persönliche Situation ist. Aber hier wird jetzt sozusagen ein Riesenkontrast geschaffen. Also das Schwarz wird noch schwärzer und das Weiß wird noch weißer. Und dadurch lösen sich diese Grauzonen auf, in denen man einfach keine Klarheit hatte, ne? Sondern es kommt jetzt eine Eindeutigkeit hin. Also ich kann jetzt wirklich das Dunkle als Dunkel erkennen und das Hell als Hell erkennen. Ich kann wirklich erkennen, was mag ich nicht, was will ich nicht, was will ich aus meinem Leben verbannen, wie auch immer. Und was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Schwerpunkte? Wo möchte ich wirklich hin? Was sind meine Bedürfnisse, meine Visionen? Und das wird am Ende, denke ich, dazu helfen, dass man wirklich die richtigen Entscheidungen auch treffen kann für sich selbst. Ja? Und wie gesagt, die Hinweiskarte oder Seelenbotschaft dazu ist eben auch das Vertrauen. Und hier geht es vor allem mal um das Vertrauen auf dich selbst und auch das Vertrauen auf den Weg, der sich hier abzeichnet. Ne? Also der hat schon einen höheren Sinn. Es hat einen höheren Sinn, dass diese Ereignisse hier in deinem Leben jetzt stattfinden. Die Karte Vertrauen ist eine Jupiter-Energie, eine Schützekarte. Und das hat eben A, immer auch mit der Thematik Wahrhaftigkeit zu tun, auch die Suche nach Wahrheit, die Suche auch nach Sinn, auch nach Lebenssinn. Und es ist auch also eine Energie, die dich nach vorne leiten möchte, begleiten möchte. Ne? Also Jupiter hat immer auch so ein bisschen was vom spirituellen Lehrer in sich, ja. Und ich denke, es geht wirklich darum, die Aufgaben hier anzunehmen und damit zu arbeiten. Ja, und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Juli. Geh den Weg der Mitte. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll hier nochmal besonders. Ich sage Namaste, alles Liebe von dieser Stelle. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.